Der Wahlkampf in Österreich ist in der heißen Phase und damit sind wir es vom Standard auch. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Standard Mitreden, unserer interaktiven Politshow. Wir wollen uns heute einem einzigen Thema widmen, nämlich dem Klima. Was taugen die grünen Konzepte im Kampf gegen die Klimakrise? Ja, für die Grünen ist das Thema Klima wichtig. Ja, sie sagen, Österreich engagiert sich nicht genug. Aber was genau sind die Vorschläge und Ideen der Ökopartei? Sind sie radikal genug oder ist das alles schon irgendwie weichgespült, um möglichst viele Stimmen anzuziehen? Darüber wollen wir heute diskutieren. Mein Name ist Andras Sigetvári und das sind unsere Gäste heute. Ich freue mich sehr, dass es Werner Kogler, der Spitzenkandidat der Grünen, heute trotz des stressigen Wahlkampfes zu uns geschafft hat. Herr Kogler, willkommen bei uns im Studio. Ja, danke für die Einladung und für die Initiative überhaupt. Und mit ihm diskutiert heute Helga Kromp-Kolb, die Meteorologin und Klimaexpertin. Auch vielen Dank fürs Danke Kommen. Danke ebenfalls. Ja, es gibt heute eine kleine Premiere. Wir müssen nämlich hier diese Konstellation ein bisschen erklären. Warum haben wir eine Expertin und einen Kandidaten hier? Wir vom Standard, wir wollen monothematisch ausschließlich zu einem Thema diskutieren in den kommenden Wochen. Wir haben daher alle 6 Parteien eingeladen zu einem Kernthema, das Ihnen im Wahlkampf besonders wichtig ist, mit uns zu diskutieren. Und eben mit einer Expertin, einem Experten. Da kommen zum Beispiel die NEOS zum Thema Bildung, die ÖVP haben wir eingeladen zum Thema Migration oder die SPÖ zum Thema Arbeit und die Grünen eben zum Thema Klima. Alle Parteien bis auf die ÖVP sind unserer Einladung nachgekommen. Und das zweite Besondere bei unserer Sendung ist, wir wollen interaktiv sein. Auch heute gilt, Sie können die Sendung mitgestalten. Schicken Sie uns Ihre Fragen, schreiben Sie Postings. Wir werden das Forum im Auge behalten, jetzt während der Debatte. Und schon davor haben das viele getan. Also danke an Ich bin es nicht, Austerlitz, Ausschaltknopf und all die anderen da draußen für die großartigen Fragen. Die erste Frage geht an Sie, Frau Kromp-Kolb. Wir schreiben das Jahr 2030. Stellen wir uns das mal kurz vor. Und Werner Kogler ist richtig gelegen mit seinem größten Comeback seit Lazarus. Die Grünen sind seit 10 Jahren Regierungspartei, gestalten mit. Was muss sich in dieser Zeit verändert haben? Wie sieht also Österreich aus, dass Sie als Klimaexpertin sagen, okay, das Ganze hat einen guten Weg genommen. Und zwar jetzt nicht nur auch, aber nicht nur eben, wo stehen wir bei Emissionen, sondern auch, fliegen wir noch mit dem Flugzeug, fahren wir überhaupt noch mit dem Auto? Wie hat sich unser Alltag verändert? Also von den Emissionsseiten her ist es vollkommen klar, 2030 haben wir mindestens -50%, das heißt, wir emittieren halb so viel wie derzeit und wir sind auf einem guten Weg, um 2030 sind wir auf 50% und wir sind auf einem guten Weg, um 2050 bei netto null zu sein, das heißt -90, -95%, je nachdem, wie gut es uns gelungen ist, die Landwirtschaft umzustellen, sodass wir in den Böden und in den Wäldern auch viel CO2 oder Kohlenstoff speichern können. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir gesünder leben, dass wir besser leben. Und zwar zum Teil deswegen, weil wir gesündere Lebensmittel haben, weil wir lokale Lebensmittel, saisonale Lebensmittel, biologisch erzeugte Lebensmittel haben, weil wir viel weniger Fleisch konsumieren, viel mehr Getreide, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und weil wir uns ganz anders bewegen. Das heißt, wir verwenden Füße, das Fahrrad, den öffentlichen Verkehr und wenn wir individuell mit einem Auto fahren wollen, dann ist das Carsharing. Wir brauchen dieses Auto nicht mehr besitzen, wir brauchen uns daher auch nicht mehr darum kümmern, ob es geserviced wird, ob es ein Pickel hat und so weiter. Das macht alles die Verleihfirma oder die Gemeinde, kann auch die Gemeinde sein, die das verleiht. Das heißt, das Leben wird einfacher, billiger und schöner. Und dürfen wir noch fliegen? Also ist das noch, werden wir noch fliegen oder ist das eine ganz seltene... Der Bedarf zu fliegen wird dramatisch zurückgegangen sein. Im Beruflichen wird sehr viel mit Internet funktionieren. Wenn ich wirklich ein fremdes Land kennenlernen will, das weit ab ist, dann werde ich aber schauen, dass ich dort nicht nur eine Woche bin, sondern dann werde ich schauen, dass ich eine lange Zeit dort verbringe, damit ich wirklich das Land kennenlernen kann. Und nur um ein Hotel kennenzulernen, das ich genauso gut in einem Ressort in Österreich kennenlernen könnte, brauche ich nicht wohin fliegen. Und dieses Umdenken, das wird stattfinden. Herr Kogler, eine Frage auch ein bisschen noch zum Einstieg. Die ist fast, wie sehen Sie das, der User MK36.
um sein Posting ein bisschen auf den Punkt zu bringen, sagt, wann sagen uns denn die Politik eigentlich endlich die Wahrheit, wie schlimm es ist, und zwar nämlich mit der Klimakrise, auch um die, welche Anstrengungen auch nötig sind, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, also die Erderwärmung auf im besten Fall 1,5 oder 2 Grad zu begrenzen. Wann sind sie endlich bereit, die drastischen Folgen, die ein weiteres Zögern und Zaudern immer wahrscheinlicher macht, vor Augen zu führen? Und, wie sieht er, also Sie, die Gefahr von Tipping Points, also ist irgendwann in naher Zukunft der Punkt erreicht, wo es einfach mit der Erde bergab geht, egal was wir noch tun. Wie schlimm ist diese Klimakrise? Ja, da verbergen Sie drei Punkte. Zunächst einmal wurde ja den Grünen, denke ich, ich kann für die anderen jetzt weniger sprechen, mit denen bin ich ja da oder dort im Clinch, weil ich der Meinung bin, sie nehmen die Sache nicht ernst genug. Aber sozusagen die Frage lautet ja, wann wird denn endlich gesagt, wie dramatisch es sei? Die Grünen haben ja da wechselvolle Geschichte. Uns wurde ja oft vorgeworfen, dass wir viel zu sehr dramatisieren würden in vielen dieser Umweltfragen. Jetzt steht der Klimaschutz voran, der ja fast mit allen Natur- und Umweltschutzfragen zusammenhängt. Ich selber. Und jetzt zweitens, ich sehe das gemischt, weil es braucht natürlich gerade die politische Kraft, also es sind jetzt vor allem auch die Grünen, denen zugeschrieben wird, hier ohnehin was zu wollen, also eine gewisse Glaubwürdigkeit zu haben. Da ist schon gut, wenn man zweierlei tut. Einerseits die Dramatik beschreiben, deshalb sagen wir ja, und wir haben ja da mehr als nur Parolen, ja, es stimmt, wir sind die erste Generation, die die dramatischen oder schon Auswirkungen spürt, einer drohenden und später wohl dramatischeren Klimakrise, Katastrophe. Und jetzt kommt es aber auch die und wahrscheinlich die Letzte, die noch etwas dagegen tun kann oder dafür tun kann, dass es nicht so kommt, das dafür tun. Und wir haben gelernt, dass eigentlich auch ganz wichtig ist, auch positiv zu formulieren und wir jetzt nicht die apokalyptischen Reiter alleine sind, sondern sagen, was da für Chancen drinnen stehen. Fürchtet euch nicht. Das ist für, sowohl für die regionale Wirtschaft, für die europäische Wirtschaft, gerade hier auf dem Kontinent, sehr viel dran. Dazu, und ja, es geht. Das ist, halte ich für ganz wichtig, dass wir nicht nur, dass wir nicht nur predigen. Ja, schon. Jetzt komme ich zum letzten, zum dritten Punkt tatsächlich, aber da kann ja die Frau Kollegin Kram-Kolb wahrscheinlich mehr dazu beitragen. Soweit wir uns informieren oder uns verständigen, und das ist ja über Massenmedien zum Teil schon quasi herkriegbar, dass es diese Tipping Points ja auch gibt. Das heißt, die Zeit läuft und tickt und man sieht es ja an verschiedenen Phänomenen, wenn jetzt das Auftauen der Böden im Norden, was das alles bewirken wird, oder auch das Abschmelzen des vielen Eises, das ja sofort wieder weitere Effekte erzeugt. Das weist uns in der Politik darauf hin, aber allerdings schon am ganzen Globus, nicht bloß nur in Österreich, hier schneller zu tun. Letzter Punkt, Österreich. Warum gerade Österreich? Ja? Ich halte Europa wirklich für den entscheidenden Kontinent. Wie gesagt, wir sind bei den reichsten und bei den innovationsfähigsten, hier was zu tun, globaler Taktgeber zu werden. Und da spielen einzelne Länder auch eine Rolle. Und Österreich ist hinten dran. Wir sind gemessen an bestimmten Emissionen der 90er Jahre und im Vergleich jetzt bei den letzten. Und wir sollten wieder zu den ersten gehen. Mit allen Chancen. Wir gehen gleich zu einem ganz kurzen Einwurf, nur dann kommen wir nämlich auf die konkreten Politikfelder. Ja, ich wollte eigentlich dazu anmerken, dass auch die Wissenschaft sich was zu Schulden kommen lässt, weil auch die Wissenschaft in Wirklichkeit die Dramatik über viele Jahre hinweg nicht wirklich gesagt hat. Das erste Mal, wo das wirklich ganz explizit passiert, ist im Sachstandsbericht, der 2018 publiziert wurde, wo es um die 1,5 Grad geht. Und im Grunde genommen geht es darum, dass 2 Grad, die wir in Paris noch sozusagen mit Freuden begrüßt haben. Ist die Wissenschaft haben, in Österreich oder global? Global, global. Und das hängt mit dem Wissenschaftssystem zusammen. Also es ist nicht so sehr der Einzelne, es ist das Wissenschaftssystem, das uns dazu bringt, eher vorsichtig zu sein. Aber wo wir wirklich stehen, das glaube ich, möchte ich schon ausführen. Man kann sich vorstellen, über die letzten 600.000 Jahre ist das Erdklima zwischen zwei Zuständen gependelt. Eiszeiten und Warmzeiten. Und wir sind jetzt in einer Warmzeit. Das ist da 6-mal hin und her gegangen. Und die Änderung ist jeweils bedingt worden durch astronomische Verhältnisse. Und was wir jetzt tun, ist, dass wir aus diesem Warmzeitzustand die Erde noch einmal herausheben und sie in einen Zustand drohen, in einen Zustand zu bringen, wo es einfach systematisch von selber immer wärmer wird. Das sind die Tipping Points. Und wir wissen nicht genau, wenn man sich das so als Kuppe, wir kommen sozusagen im Tal über eine Kuppe, die Frage ist, gehen wir da ins nächste, in den Abgrund mehr oder weniger, wo wir da auf dieser Kuppe stehen, das wissen wir nicht genau. Und deswegen ist es so wichtig, sofort zu handeln. Sofort zu handeln, Kuppe, Katastrophe, Tipping Point ist viel gefallen. Kommen wir konkret zu den Themen und was soll die Politik tun?
User Pickett fragt, und das geht jetzt an die Grünen, warum wird nicht deutlich gesagt, dass es ohne eine CO2-Steuer nicht geht und wie hoch wäre die Benzinpreiserhöhung, denn womit müssten Pendler rechnen? Also sprich, da kann man viele Anfragen. Können Sie uns das CO2-Steuerkonzept der Grünen hier einfach mal ein bisschen erklären? Was genau schlagen Sie vor? Ja, zum Einstieg noch einmal. Einstieg ist ein gutes Wort, nämlich Einstieg in den Umstieg. Wir sehen ja schon, also wenn wir Verantwortungsethik auch auf uns nehmen, müssen wir ja sehen, okay, wir haben vielleicht 5%, wir haben 10%, wir haben 20% bei Wahlen. Wir müssen Bündnispartner mitnehmen. Und deshalb darf man auch den Kompromiss nicht diskreditieren. Und jetzt, wir müssen einmal reinkommen. Gerade die nächsten 10 Jahre muss massiv was passieren. Was heißt das für die CO2-Bepreisung? Sie hören den Unterschied, CO2 Steuer, von mir aus nehmen wir das, das fängt jetzt medial an durchzusetzen. Seit den 90er Jahren haben wir, seit Van der Bellen Parteivorsitzender wurde, war ja zunächst, und da habe ich auch angefangen, und wir haben ja gewisse Ökonominnen und Ökonomendichte bei den Grünen, diese Konzepte ausgearbeitet, die heißen aber in der Regel ökologisch-soziale Steuerreformen, weil sie umsteuern wollen. Mit dem Schlagwort CO2-Steuer kann dann schon passieren, dass die Leute glauben, hoppla, da wird nur an einer Stelle was teurer und wie viel und sonst wird nichts billig. Aber also das sind lange genug ein bisschen, wo nein, man das einbinden muss. Nein, gar nicht. Aber das Wichtigste, ja, das ist ja, extrem wichtig, weil wir sonst erstens die soziale Ausgewogenheit und die ökonomische Vernunft nicht mitnehmen, dass überall dort, jedenfalls im Konzept der Grünen, das war ja gefragt, wo man spürbar raufgeht, mit Lenkungsmaßnahmen und deshalb CO2-Bepreisung und ja auch Mineralsteuererhöhungen da oder dort, die dann CO2 quasi kompatibel umgerechnet werden noch, dass wir woanders runtergehen. Das ist der erste Grundsatz, der ist essentiell wichtig, weil sonst kommst du immer in eine Steuererhöhungsdebatte und die politisch Andersdenkenden, die gehen sie auch so an, die sagen, da wird alles teurer, das wollen wir nicht. Falsch. Die Dinge, die klimaschädlich sind, sowohl im Produktionssystem als auch beim Konsumverhalten, sollen teurer werden und im gleichen Ausmaß woanders billiger. Was kann das heißen für also die... Also Piquet zum Beispiel fragt, gestern war eine Gruppe von Experten, hat gesagt zum Beispiel 120 Euro pro Tonne CO2, das wird zum Beispiel 1 Liter 30 Cent. Ja, da kommen wir hin. Wie machen wir das realpolitisch? Das finden Sie also gut. Ja, in die Richtung geht's und die Frage ist, in welcher Geschwindigkeit. Aber was wir beim Reinkommen in das System brauchen, und das sage ich, das geht über Nacht. Ja, weil der normale Stimmbürger sitzt ja nicht draußen und misst jetzt da mit dem Lineal nach, was wir ausrechnen. Du brauchst ein ökonomisches Verständnis für die Nachfragen, was du mit bestimmten Preisen auslöst. Das kann ja durchaus einmal höher werden müssen, um voranzukommen. Aber gehen wir in den Einstieg rein. Wir haben in Österreich das Dieselprivileg. Also wir scheuen uns davor überhaupt nicht. Alle anderen wehren hier an der Stelle ab. Bis auf die Neos zum Teil wenigstens. Erstens Dieselprivileg beseitigen im Steuerwesen. Was heißt denn das? Dass die Besteuerung angezogen wird an den Benzinpreis, also als gedanklich ersten Schritt. Und das hätten wir schon längst gemacht und das kann man über Nacht machen am 1.1. des Jahreswechsels von mir aus. Moment, jetzt geht es aber weiter. Da muss man mal gerade stellen, die Diskrepanz, weil es hier sollte ja von CO2-Preis rauslaufen. Dass ja im Diesel sozusagen mehr Kohlenstoff verbirgt als im Benzin, das heißt, der Diesel wird eigentlich nur einmal einen Schritt teurer als das Benzin. Und dann, ohne dass man realpolitisch deshalb ein Problem kriegt, passen wir einmal an die Nachbarländer des Systems. Italien ist ja jetzt schon dort, wo sie mit den 30 Cent jetzt tun. Auch die Bundesrepublik Deutschland ist nicht so weit davon weg. Das heißt, wir haben in 3 Schritten, das kann man aber alles in einem durchrechnen, wird der Diesel um bis zu 30 Cent teurer. Dann sind wir ja genau dort. Und Benzin um 20. Ja, so. In diesen Schritten. Das wäre so die Idee. So 30. Ich verstehe nicht ganz, warum die ökosoziale Steuerreform immer nur am Verkehr festgemacht wird. Das ist ja eine viel allgemeinere Steuer. Das ist ja eine Steuer, die alle Bereiche betrifft und betreffen muss. Der Verkehrsteil selber ist sozusagen ein unheimlich wichtiger in den Emissionen, aber gerade in diesem Teil der Diskussion ist er der schwierigste. Nicht, weil die Bevölkerung sich, sondern die Frage ist, weil man muss das ergänzen mit einer Fülle von anderen Maßnahmen, damit tatsächlich die Verwendung von Individualverkehr zurückgeht. Aber können wir noch ganz kurz, weil es doch Verkehr ist ja für ein Drittel der Emissionen so überschlagsartig etwa. Ja, aber da gibt es andere Maßnahmen, die viel wirksamer sind im Verkehrsbereich. Wir brauchen ein Bündel, das sagen wir auch immer. Jeder, der behauptet, es ist genau nur eine, ist ein Scharlatan. Genau. Das sind im Übrigen genau die,
die nur vor der CO2-Steuer warnen, sonst auch nicht viel sagen und sagen, ah, und da wird was teurer und sonst fällt jede Fantasie. Aber können Sie das beziffern, wie viel würden Sie einnehmen über so eine ökosoziale Steuerform und wie viel, und verstehe ich das richtig, Sie würden dann auch über einen Bonus das an die einzelnen Bürger wieder pro Kopf, oder wie erklären Sie das ein bisschen unseren Usern? Also wie funktioniert das, wie zurückverteilen? Es geht einmal was rauf, da kann man überhaupt über den CO2-Preis reden, der würde ja woanders dann anfallen. Alles das, was jetzt nicht im, das Wort biotechnisch, im Zertifikatehandel bei der Industrie erfasst wäre, weil da geht ja auch noch relativ viel quasi umsonst herum. Und da werden wir sicher zu einem CO2-Preis kommen, der schnell einmal gegen 100 gegen wird und dann abhängig von Maßnahmenbündel. Sonst, wird ihm völlig recht geben, muss das sogar über die Jahre und Jahrzehnte noch teurer werden. Aber immer im gleichen Ausmaß, worunter, und da sind wir bei der Beantwortung des Teils 2 Ihrer Frage, weil es ist ja zweiteilig, wie geht die Rückvergütung? Für die Industrie, also wir denken die Wirtschaft ja mit, für die Industrie und für Gewerbebetriebe oder für sonstige Unternehmen werden die sogenannten, wie man in Österreich sagt, Lohnnebenkosten gesenkt. Okay. Bleiben wir noch ganz kurz beim Konsumenten oder beim Bürger. Ja, aber wir teilen das ziemlich durch die Hälfte durch, was auch immer die ökonomischen Modelle dann akut ergeben, weil die Industrie, das Gewerbe, die tragen das, wenn man das alles bis zum Schluss durchrechnet, um circa 40% ja auch. Also wir sind ja da sogar noch wirtschaftsaffin im Denken. Bleiben 55% plus minus von dem Eingenommenen für die Konsumentinnen, für die Haushalte, und das würden wir pro Kopf rückverteilen, das sind wir genau dort. Das nennen wir oder viele mittlerweile Ökobonus oder Klimabonus. Technisch ist es ein Steuerabsetzbetrag für jene, die Steuer zahlen, nämlich ein Absetzbetrag, das heißt für jeden gleich viel. Und für diejenigen, die Steuernummer haben, aber keine Steuern zahlen, die gibt es ja auch, die kriegen das als negative Steuer, sprich schon überwiesen, und welche, die so nicht erfasst sind, kriegen einen Transfer. Aber es wird pro Kopf der Betrag zurückbezahlt, der sozusagen auf der anderen Seite eingenommen wird. Das eine ist 20 bis 30 Cent, wenn ich Sie jetzt frage, reicht das, wird das, wenn Sie jetzt 20, 30 Cent mehr tanken, das sind etwa bei 40 Litern 12 Euro oder so etwas, da schwankt ja der Benzinpreis normal auch. Reicht denn das aus für eine Verhaltensänderung und müssen die Leute nicht etwas in der Geldbörse spüren, damit sich etwas ändert? Ja, oder was? Ich gebe es gleich weiter, das Wort, weil ich finde die Unterstützung hervorragend in deinem Fall immer, weil, nämlich, jetzt sage ich noch einmal, ja, das ist das, was ich gesagt habe, und das ist realpolitisch sensationell. Ich schaue mir die Verzögerungswege der anderen ein seit Jahren. Das ist ja nicht, dass wir das nicht schon öfter beantragt hätten im Nationalrat, als wir gerade eben noch drinnen waren. Das wird dauernd abgeblockt. Wenn wir es schaffen würden, diesen Schritt im ersten Quartal des nächsten Jahres über irgendwelche Regierungsverhandlungen reinzubringen, bei all diesen Schritten, die im Verkehr innerhalb der Mineralsteuer anfallen, Flugbenzin gehört im Übrigen auch dazu, vor allem für Binnenflüge, dann sind das diese Erhöhungen, die Sie ja selber jetzt eh angedeutet haben. Aber wir brauchen im Verkehr auch viel mehr Maßnahmen auf die Schnelle. Mittelfristig, glaube ich, wird der CO2-Preis nicht bei 100, 120 stehen bleiben können. Pro Tonne CO2, muss ich es allen erklären, oder? Ja, genau. Wo wäre das dann? Also, naja, wenn man rechnet, dass man mit ca. 100 Euro kommt man, wenn man alles reinnimmt, auch diejenigen, die im Zertifikatehandel drinnen sind, dann bist du da ca. bei 8 Milliarden Umsteuerungsvolumen. Ich rechne das immer volkswirtschaftlich in Österreich. Das wäre ein erster großer Schritt. Wir würden, glaube ich, bis zum Ende, wenn wir heute vor 10 Jahren vorausschieben, geistig, werden wir wahrscheinlich 200 Euro pro Tonne wohl brauchen. Wobei es nicht mehr so viel Rolle spielt. Dann wird der Verbrauch dann zurückgegangen. Die Bruttoeinnahmen sind an dieser Stelle genau gleich. 52 Cent circa, das sind deutlich mehr. Ja, aber es gibt andere Maßnahmen, die schon längst zu Besserstellungen auch der Konsumentinnen geführt haben. Ja? Der Bruttopreis ist dann der gleiche, weil der Verbrauch schon die Hälfte zurückgegangen ist. Das Thema in Österreich im Wahlkampf wird jetzt viel über so CO2-Steuer, nicht? Die ÖVP sagt, auf internationaler Ebene, auch die SPÖ ein bisschen, da gibt es so die Grünen, die sagen, irgendwo auf nationaler Ebene, auch die. Das ist schon ein wichtiges Thema, oder? Es ist ein ganz wichtiges Thema, aber ich wehre mich dagegen, dass es immer reduziert wird auf den Verkehr. Genau. Weil der Verkehr ist dort, wo es am schwierigsten
zu belegen ist, wie es wirkt. Weil de facto, wenn man den Klimabonus auszahlt, heißt das, dass derjenige, der jetzt mehr zahlt fürs Benzin, und zwar ich rede jetzt von den unteren Einkommensklassen oder bis zu den oberen, die oberen nicht mitgezählt, der kriegt dann so viel wieder ins Geldbörsel zurück, wie er zusätzlich ausgibt. Und dann kommt ihm die eigentliche Furcht, dass es ja im Grunde keine Auswirkung hat, weil wenn er ohnehin alles refundiert bekommt, de facto, dann fährt er weiter mit dem super, Auto. Super Punkt, aber Herr Kogler, Ich will nur die Frage noch formulieren. Ist es da nicht so, wir haben am Anfang geredet, die Klimakatastrophe droht? Sind Sie dazu schüchtern, wirklich so ein bisschen die Einleitung? Müsste ich sagen, ja, wir machen es richtig. Warum teurer ist es so? Ja, wie teuer es wird, ich habe ja selber gesagt, dass wir den CO2-Preis weiter andrehen würden, jedenfalls über die Jahre. Ich habe jetzt nur davon geredet, was man über Nacht einführen kann. Das Zweite ist, die Rückzahlung des Klimabonus führt ja dazu, dass sie sehr wohl was verschiebt, auch im Verhalten, weil diejenigen, die viel fahren, überdurchschnittlich viel fahren, haben natürlich netto eine Mehrbelastung, wenn wir nur in dem Verkehrsbeispiel bleiben. Die weniger fahren, haben eine Entlastung, das ergibt ja das Berechnungsmodell schon von alleine. Und insofern trauen wir uns da schon was, keine Sorge. Aber ich würde auch dafür plädieren, dass wir Maßnahmenbündel betrachten. Ich glaube, dass man sich wirklich nicht so sehr verbeißen darf in das, weil letzten Endes, es wird da immer wieder der Pendler genannt von irgendwo und weiß ich, die Krankenschwester, die vom Kamptal nach Wien pendeln muss. Die Frage ist, warum muss die Frau überhaupt pendeln? Warum gibt es da keinen öffentlichen Verkehr, mit dem sie fahren kann? Warum gibt es keine lokalen Arbeitsplätze? Und ich glaube, man muss viel weiter denken. Aber Sie haben am Anfang, das ist ja auch ein Beispiel, in den Wahlsendungen des ORF haben Sie das ist ja auch ein bisschen so angeschnitten, Verkehr und Eisenbahn. Nur, Sie haben ja gesagt, wir müssen bis 2030 da etwas tun. Wir können da nicht warten, wir müssen um 50% reduzieren. Jetzt die Eisenbahnpläne, die jetzt vorliegen, die sind bis zum Jahr 2025. Da muss man, wenn man Strecken ausbauen will, enteignen oder Grundstücke abkaufen, Pläne. Also das ist ja eigentlich bis, wenn Sie zum Beispiel sagen, öffentlicher Verkehrausbau, realistisch, geht da viel bis 2030? Oh ja, 2030? Schauen Sie, ich habe gestern erst wieder mit dem Chef der ÖBB gesprochen, auch beim Forum Alpbach. Und da kann man ein paar Sachen beschleunigen und vorziehen, aber das kommt es gar nicht nur drauf an. Im ersten Schritt geht auch sehr viel mit Schnellbussystemen, ähnlich wie in der Schweiz, mit einer gewissen Mobilitätsgarantie. Die Frage da wäre ja, also ich bin ja ökonomisch auch vorbelastet, also man soll den Leuten nicht erzählen, und das tun ja leider viele, finde ich wieder. Ja, das geht schon alles irgendwie und kostet nichts. Natürlich kostet das was. Und das sind aber Investitionen. Ja? Das ist was in die Zukunft. Es gibt nur eines, was mehr kostet als Klimaschutz, nämlich kein Klimaschutz. Das muss einmal rein in die Köpfe. Und dann haben wir da eben genau dort mit diesen Investitionen die Riesenchancen. Außerdem könnte man von Krems zum Beispiel, kann man schon jetzt schon gar nicht einmal so schlecht und mit der Eisenbahn nach Wien fahren, das gehört alles noch verbessert und ausgebaut, darauf läuft es heraus. Und wie würden wir das finanzieren? Indem wir von den Umweltschäden für laufende Ausgaben, wir würden den öffentlichen Verkehr preislich subventionieren. Die laufenden Ausgaben raus aus den umweltschädlichen Subventionen, und was die Investitionen betrifft, die Sie ansprechen, da haben wir in Österreich über 20 Milliarden vorgesehen für Autobahnausbauten, und dazu bekennen wir uns. Ja? Nicht die Baulose, die schon begonnen wurden, aber wir würden aus dem Autobahnausbau das Geld rausziehen. Das ist eine radikale Änderung. Und reingeben in die Infrastruktur Bus, Schnellbahn und Fernverkehr. Nur das ist etwas, was kaum wirkt vor 2030, weil das sind ja langfristige Pläne. Doch, die Schnellbussysteme wirken viel schneller. Eine ganz kurze Frage noch zu Verkehr. Der Güni34, der User, fragt, auch eine Maßnahme, die man ja sofort umsetzen könnte mit einer grünen Regierungsbeteiligung. Wie stehen Sie zum Thema Reduktion der Höchstgeschwindigkeiten für den Autoverkehr? Also nicht so, wie es der alte Infrastrukturminister wollte, 140 testen, sondern sagen wir 100 auf der Autobahn. Naja, jetzt sind schon wieder wir gefragt. Ich weiß, dass eigentlich von der Seite der Wissenschaft das durchaus angezogen wird. Ich würde das aber auch mit dem Maßnahmenbündel sehen. Wenn wir sonst nicht vorankommen, ist das einmal aus Sicht des Klimaschutzes eine vernünftige Maßnahme. Ich halte aber was anderes fest. Ja. Mein Elternhaus steht auch an der Autobahn. Ich wohne sonst in Graz. Wir sind massiv geschädigt von diesen, nämlich auch sonst, da geht es nicht nur ums Klima, von diesen schlechten Luftwerten. Und da, wenn wir schauen, dass wir in mehreren Strecken, also in größeren Teilen Österreichs, eigentlich nicht bloß nur wegen des Klimaschutzes, sondern wegen der Luftqualität an sich, entweder eh schon das halbe Jahr oder ganzjährig mit Tempo 100 fahren, so wie in Tirol, dann finde ich, dass das aus diesem Motiv, überall wo das vorliegt, soll das auch gemacht werden.
Wenn in dem ganzen Verkehrsbereich zu wenig weitergeht, im Sinn der Emissionsreduktionen, auch was den CO2-Ausstoß betrifft, dann wäre das eine Maßnahme. Die steht aber bei den Grünen nicht vorne ab, weil wir wollen da zuerst preislich eingreifen. Ist das was mir an der Diskussion fehlt und vielleicht auch im grünen Wahlprogramm fehlt, bis 2030 haben wir auch andere Verpflichtungen. Wir haben die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO unterschrieben, richtig, in Österreich. Ja. Und das sind 17 Ziele, die gleichzeitig zu verfolgen sind. Und da gehört zum Beispiel Gesundheit dazu, wo eben Luftqualität hineingehört. Und was interessant ist, wenn man sich diese Ziele, wenn man versucht, die Ziele gleichzeitig zu verfolgen, dann eröffnen sich viel größere Spielräume, was man alles tun kann. Wenn man nur in einem Sektor bleibt, also nur Verkehr denkt, dann ist man viel enger, dann hat man viel weniger Möglichkeiten. Jetzt kommen wir wirklich weg vom Verkehr. Noch eine allerletzte Frage dazu. Was ist mit City Maut für Wien? Was ist mit einem SUV-Verbot? Haben Sie gesagt, wir kommen weg vom Verkehr? Jetzt, das ist die letzte Frage. Ja, die letzte Frage, also, okay, naja, du weißt nicht, geht wieder an die Grünen. Naja, sicher, Sie sind also. Ist ja okay, Sie sagen, gerne. Ja, gerne. Weil, wenn ich das nicht will, kann ich ja auch den Norbert Hofer wählen. Nein, das nicht, ist ja gut. Ich diskutiere leidenschaftlich gern und versuche zu überzeugen, deshalb bin ich in der Politik. Das ist ja genau, wenn wir Kerngeschäft haben, dann dieses. Nicht missverstehen. Und jetzt also zu den, eigentlich sind es zwei Fragen, aber wichtig scheint mir jetzt erst einmal die City-Maut. Gerade haben wir das in Wien wieder diskutiert vor der Veranstaltung, wo ich gerade komme. Die Wiener Grünen und damit wir auch, weil da sind wir synchron, schlagen vor, dass wir, und das hat aber vor allem mit der Luftqualität jetzt schon in Wien zu tun und mit der Verkehrsbelastung, gar nicht einmal primär Klimaschutz, aber das geht ja da teilweise synchron von der Zielerreichung. Wenn kein besserer Vorschlag kommt für die Frage des massiven Einpendlerwesens in Wien, das sind 200.000 Einpendlerfahrten am Tag, was ein Wahnsinn ist, die Kolonne würde stehen, von da bis nach Italien gehen, wenn sie das hintereinander stellen, die Autos, dann ist das ja ein frappanter Unterschied zu dem, was in Wien schon erreicht wurde mit dem Öffi-System. Das kann sich sehen lassen um 1 Euro pro Tag. Es gibt fast keine Hauptstadt in Europa, wo das so gut geht. Massive Verkehrsprobleme gibt es aber trotzdem, weil wir das Einpendlerwesen nicht in den Griff bekommen. Und wenn die Bundesländer drumherum, da wird es halt auch wieder spurpolitisch, ja, in Niederösterreich haben die mit dem öffentlichen Verkehr ganz wenig am Hut. Die tun sich immer hervor, weil sie überall die Eisenbahngleise rausreißen. Und weil sie auch nicht investieren wollen in die Schnellbahnsysteme, da keinen Beitrag leisten wollen. Genauso im Nordburgenland. Und wenn da nichts passiert, dann sagen wir, dann wird es eine City-Maut geben. Es gibt vielleicht bessere Vorschläge, aber auch da gilt wieder ein ähnliches Prinzip. Dafür gefällt mir die Argumentation der Frau Klom-Kolb so gut. Man muss mehreres sehen gleichzeitig, sogar Ziele, aber jedenfalls auch Maßnahmen. Aber gibt es einen Zeithorizont? Also bis wann muss im Umland von Wien etwas passieren? 2025 oder 2030 oder wie? Oder denke ich was die Abgasbelastung was generell betrifft und die Lebensqualität in Wien so schnell als möglich, ja, das sagen ja wir. Und auch da gilt, das S-Bahn-System ist ja gerade im Ausbau begriffen. Teilweise stehen die Projekte, weil die Bundesländer zu wenig dazu zahlen. Aber würden Sie sagen, wenn bis 2023 der Verkehr, dieser Einpendlerverkehr, diese 200.000 nicht um 30% reduziert ist, dann braucht es eine City-Maut? Also können wir so eine Jahreszahl von Ihnen hören? Ja, ungefähr in der Gegend tatsächlich, nämlich, weil das hätte ja alles einen Vorlauf. Ja. Aber ich wäre ja zuversichtlich, dass man da zuerst aber anders investieren könnte. Ich glaube, eines der Probleme, das immer wieder übersehen wird, wir haben im Grunde genommen, wenn die 1,5 Grad, die sozusagen das Pariser Abkommen vorsieht, die werden wir so größenordnungsmäßig zwischen 2035 und 2050 überschreiten. Wenn wir mal drüber sind, ist es wesentlich schwerer herunterzukommen, als es vorher zu verhindern. Wenn wir tatsächlich verhindern wollen, dass wir 2035 über 1,5 Grad sind, dann haben wir im Grunde genommen 10 Jahre Zeit, damit die Maßnahmen schon greifen. Nicht, dass wir uns überlegen, welche Maßnahmen tun wir vielleicht, sondern damit sie schon greifen. Darf ich Sie zum Übergang fragen? Muss Klimaschutz nicht auch wehtun? Da geht es ja schon darum, den höchstpersönlichen Energieverbrauch, den höchstpersönlichen Konsum um 50% bis 2030 einzuschränken. Also mir würde jetzt gar nicht einfallen, dass ich um die Hälfte weniger Auto fahre, wie ich das mache, so um die Hälfte weniger heize. Das ist ja keine Kleinigkeit. Und Sie tun ja auch so ein bisschen, als wäre das alles nur nett. Tut man da nicht auch ein bisschen den Leuten etwas Falsches? Also muss es nicht auch wehtun, frage an Sie. Ich glaube, was man braucht, ist die Bereitschaft, Gewohnheiten zu ändern. Und Gewohnheiten ändern tut am Anfang weh. Natürlich ist es am Anfang ungewohnt. Aber das heißt nicht, dass es etwas ist, was längerfristig gesehen dann unangenehm ist, sondern es sind sehr viele Sachen, die einfach wirklich die Lebensqualität verbessern. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und ich glaube, die haben auch viele Politiker noch nicht verstanden. Das ist nicht, ich meine, immer wenn man so einen einzelnen Punkt, der zahlt dann mehr an der Zapfsäule,
das tut dann weh. Aber in Wirklichkeit kommt er plötzlich drauf, dass er im Zug ja entspannt lesen kann, was er im Auto nie kann. Mhm. Und das sind diese Gewohnheitsänderungen, die man einfach machen muss. Und die tun jedem weh. Sie tun auch mir weh. Auch wie ich umgestiegen bin vom Auto auf den öffentlichen Verkehr, hat es weh getan. Aber würden Sie sich ich habe ein Interview von Ihnen gelesen, wo Sie gesagt haben, Sie würden sich wünschen, dass auch mehr von allen Parteien die drastischen Konsequenzen klar auch im Wahlkampf kommuniziert werden. Ist das so? Also sollte ja, natürlich. Weil irgendwie tun wir so, als wenn wir ein bisschen was tun, dann wird es schon gut sein. Und vor allem, im Grunde genommen gibt es nicht die ideale Lösung für den Klimaschutz, sondern das ist ein gesellschaftlicher Ausverhandlungsprozess. Und ausverhandeln kann man nur, wenn klare Argumente am Tisch liegen. Und Wahlen sind ein Teil eines gesellschaftlichen Ausverhandlungsprozesses. Und daher müssen die Parteien konkret sagen, was würde ich anstreben, wenn ich in der Regierung wäre. Dass keiner das allein umsetzen kann, ist eh klar. Dass es dann zu Kompromissen kommt, ist eh klar. Aber was wäre eigentlich mein Ziel? Was würde ich gern erreichen? Und das sollte von jeder Partei klar am Tisch liegen und dann kann der Wähler entscheiden, welcher Weg ist mir lieber. Es gibt 1000 Wege nach Paris und die Frage ist, welche schlagen unsere Parteien vor? Ein ganz anderes Thema. Jetzt sind wir wirklich weg vom Thema Verkehr, nämlich Föderalismus. Da ist der User Austerlitz 2, der sagt Klimaschutz. Frage an Sie und dann an Sie. Geht das mit Föderalismus zusammen? Wir haben im Wohnbau neuen Bauordnungen, wir haben neuen Fördersysteme für Neubau und Sanierungen. Und die Länder und die Gemeinden machen da eigentlich zum großen Teil, was sie wollen. Das ist ein großes Thema. Zersiedlung der Ortskerne, sind die Einkaufszentren am Rand. Also die Frage an Sie beide, muss da auch die österreichische Struktur, das einfach vieles Bauordnungen ist, Gemeinde- und Ländersache, muss das hinaufwandern, diese Kompetenz? Wie muss sich das ändern? Der Bürgermeister hat ja vielleicht nicht unbedingt das Klima im Kopf. Ich glaube, wenn es ein Umdenken gibt und wenn es sozusagen die Notwendigkeit gibt, jede Maßnahme am Klima zu messen, geht das für oder gegen das Klima und danach auch die Entscheidungen getroffen werden müssen, dann müssen sich Kompetenzen nicht unbedingt verschieben. Ob das schnell genug geht, weiß ich nicht. Daher bin ich durchaus in manchen Bereichen für Kompetenzverschiebungen. Aber was man, glaube ich, schon sehen muss, ist, dass auf der Gemeinde und zum Teil auf der Firmenebene viel mehr Verständnis da ist, wie auf der hohen politischen Ebene. Also wenn wir uns anschauen, warum in Österreich die Emissionen nicht stärker steigen, als sie das tun, dann ist das ganz wesentlich den Gemeinden und den Regionen zu verdanken, die zum Beispiel im Rahmen des Klima- und Energiefonds über die Klima- und Energiemodellregionen aktiv geworden sind, die im Rahmen des Klimabündnisses, im Rahmen der E5-Gemeinden. Also da gibt es auf dieser Ebene, tut sich sehr viel, im Übrigen auch sehr viel, was die Wissenschaft noch gar nicht mitkriegt, wo da schon soziale Veränderungen stattfinden, soziale Innovation, die meines Erachtens maßlos unterschätzt wird. Wie Sie im Grünen-Programm findet sich das ja auch ein bisschen, die Raumplanung neu denken. Ist das ein Problem, wer da die Zuständigkeiten hat in Österreich? Ja, wir haben zwei Themen, Raumordnung und Bauordnung. Bei der Raumordnung ist aus meiner Sicht, teilweise gibt es ja die Einlassungen, ist tatsächlich so, dass man was auf die höhere Ebene ziehen muss, weil es sind nicht alle Gemeinden gleich aktiv. Nämlich genau dann, wenn man sie auch noch ungeschickt konkurrenziert am Ortsrand und einer den anderen das Einkaufszentrum sozusagen noch so auf einem anderen Gemeindegebiet hinknallt. Entsprechend schaut ja auch mittlerweile die Landschaft aus. Also, das ist ja ein Kunststück gewesen, Österreich so zu verschandeln, aber es hat ja viel mehr Implikationen. Ob man das alles wieder so schnell zurückfangen kann, bezweifle ich, aber man muss einfach einmal die Bremse reinwerfen, weil das ist ja noch nicht einmal gestoppt, dieser unsinnige Prozess. Wenn das in bestimmten Regionen, weil Gemeinden dort nicht einsichtig sind, nicht gelingt, bin ich zwingend dafür, dass hier das zumindest auf die Landesebene raufgeht und das ist möglich in der österreichischen, in der jetzigen Verfassungslage schon. Zweites, Bauordnung, wenn das so unterschiedlich ist, ja, das würde schon was helfen, wenn der Bund derjenige wäre, der hier mehr Klimaschutz vorsieht. Das ist an sich auch Landessache. Was wir nur feststellen ist, und das sind halt, muss ich heute halt dann anmerken, darf ich aber auch, dass die Länder, wo die Grünen nicht regieren, das noch ein größeres Problem ist, nämlich, dass sie immer mehr reinpfuschen jetzt wieder und sagen, das Bauen muss möglichst billig werden. Also leistbares Wohnen ist ja ein wichtiges Thema, aber deshalb die Neubauten dann so auslege, dass genau bei der Wärmedämmung und entsprechend gespart wird, das halten wir für völlig falsch. Ich muss ein Gebäude über 100 Jahre rechnen und da einmal eine Bilanz aufmachen und dann sind wir viel näher bei der sozusagen klima- und umweltfreundlichen Bautätigkeit. Aber Frau, also ein bisschen, weil Frau
Kolb, wenn man das liest, diese Expertenmeinungen, dann ist da die Rede von, wir müssen ganz neu denken, wie wir wohnen und arbeiten, wir müssen irgendwie zentrale Hubs schaffen, wo wir, das klingt ja nach einer völligen Revolution und eben nicht in 100 Jahren Utopie, sondern konkret, wie wichtig ist das sein? Also Gebäude ist ja ein großer Teil, oder? Korrigieren Sie, Gebäude ist ein großer Teil, und es ist vor allem ein Teil, dass die Gebäude, die wir jetzt errichten, die belasten uns dann, wenn wir sie falsch errichten, also zum Beispiel schlecht gedämmt, die belasten uns dann über ihre ganze Lebenszeit. Das heißt, das ist so ein sogenannter Lock-in-Faktor, das heißt, Gebäude und vor allem Raumplanung sind etwas ganz Wesentliches. Das hat unheimlich lange Wirkungen. Deswegen muss man auch umgekehrt sagen, man muss ein Konzept haben, wo man hin will, damit bei der Veränderung man jetzt bei jeder Entscheidung schon in die richtige Richtung verändert. Und das ist etwas Entscheidendes, und natürlich muss man da umdenken. Also zum Beispiel diese vorhin erwähnten Einkaufszentren. Also zumindest muss man schauen, dass die essentiellen Sachen wie Post, Apotheke, wesentliche Sachen im Ortskern sind, und dann plötzlich werden die Einkaufszentren weniger interessant. Es muss eine Nahversorgung im Ortskern geben, und das kann man relativ leicht erreichen, das kann man auch durch Förderungen erreichen, und damit verändert sich die ganze Struktur und damit verändert sich auch das Denken. Herr Kogler, User John John Tagarian, das ist aus der, ich glaube, es ist nicht der echte, sondern wahrscheinlich einer mit einem Fake-Namen, aber würde sehr gerne wissen, wie stehen Sie noch einmal ganz kurz zu Fahrverboten in den österreichischen Landeshauptstädten? Kurze Antwort. Also so ein zwei Tage. Die kommen nicht aus Klimaschutzgründen. Wenn, dann kommen sie, weil andere Maßnahmen unterlassen wurden, weil etwa die NOx oder die Feinstaubwerte überschritten wurden, und da noch, da sind wir in der Rechtsordnung von bestimmten Fahrzeugtypen. Ich halte davon wenig, aber wenn wir, so wie in meiner Heimatstadt Graz, wo Lebenserwartungsverkürzung nur durch Feinstaub um mehr als 12 Monate nachgewiesen sind, und zwar durchschnittlich, dann bin ich sehr wohl dafür, dass bestimmte Diesel-LKWs, die irgendwie die letzte Charge sind, zu bestimmten Belastungstagen nicht mehr einfahren dürfen. Ja, und da haben wir immer das Match mit der Wirtschaftskammer, und wir sagen, gesunde Kinderlungen und überhaupt Lungen von Menschen statt dieser alten Schrott-LKWs. Aber das ist ja auch nicht das Einzige. Wir brauchen auch dort andere Öffi-Systeme. Gerade in Graz geht viel mehr, weil dort ist das an manchen Stellen kein öffentlicher Verkehr, sondern ein öffentliches Ärgernis. Ja. Darf ich das auch wieder einen weiteren Zusammenhang stellen? Es geht ja nicht so sehr um Fahrverbote für Pkw, sondern es geht um Lebensqualität in den Städten. Und wir haben jetzt viele Jahre hinweg versucht, die Städte Pkw-tauglich, verkehrstauglich zu machen. Jetzt müssen wir endlich anfangen, die Städte menschentauglich zu machen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass man überhaupt Begegnungsräume schafft, dass die Menschen sich wieder auf der Straße aufhalten können. Man sieht, was in der Marienhilferstraße sich tut in Wien. Das ist plötzlich wirklich eine große Begegnungszone geworden, heftig umstritten. Die Veränderung war das Problem, nicht das Endresultat. Und ich glaube, das ist das, wo wir hin müssen, dass wir viel mehr daran denken, was bringt uns der zukünftige Zustand und nicht, welche Gewohnheiten müssen wir ändern. Und dann ist diese Frage keine Frage mehr, weil selbstverständlich halten sich die Menschen lieber in Städten, in Ortskernen auf, wo es keinen Verkehr gibt. Und noch eine Frage ist reingekommen, auch noch eine kurze Antwort, denn wir haben noch zwei größere Themenkomplexe. User ProWilhelminenberg 2030, wie stehen die Grünen zum Thema Bodenversiegelung und Flächenverbrauch? Warum werden weiterhin wertvolle Flächen trotz Leerständen und Baulandreserven in Wien umgewidmet? Auch ein Beispiel vom UNESCO Biosphärenpark im Wienerwald bringt, aber wie stehen Sie zu dem? Naja, das ist schon ein Thema der Landesebene. Zum anderen, Österreich ist mit Sicherheit, das wissen wir, das Land, wo die Versiegelung am stärksten voranschreitet in Europa. Wie weit es nur im städtischen Bereich ausschlaggebend ist dafür, das bezweifle ich. Wir haben da im Land und mit Straßenprojekten draußen und mit anderen viel größere Probleme. Drittens, soweit ich das in Wien kenne, bemüht man sich da sehr stark weiter herinnen in die Höhe zu kommen, wo so warm auch mal ein Problem auswirft und aufwirft. Ich kenne das eher von Graz, wo wir genau das versuchen, möglichst zwei Dinge, nämlich nicht zu weit rauszukommen mehr in den Grünbereich mit den Neubauten, sondern dort, wo in der Stadt schon gewidmet ist, nämlich Wohnbau zu betreiben. Ich kenne diese Projekte weniger. Mein Eindruck ist nur, in Wien, gemessen an der Gesamtsituation der Stadt und an dem Zuzug, der da herrscht, hält sich das noch sehr in Grenzen. Anderes Thema. Jetzt
jetzt darf ich das trotzdem ergänzen? Ganz kurz. Wir werden jeden Quadratmeter brauchen, um die CO2-Emissionen, die wir nicht reduzieren können, zu speichern im Boden. Und je weniger Fläche wir haben, um den diesen Kohlenstoff zu speichern, desto mehr müssen wir auf der anderen Seite einschränken. Eine Übergangsfrage noch an Sie, Herr Kugler. In Klagenfurt hat der Investor Lilienhill ja angekündigt, er will den Flughafen ausbauen. Er ist dort der Mehrheitseigentümer des Flughafens Klagenfurt. Er will ein Aviation Hub, mehr Flüge, ein Hotel, ein Messezentrum. Sagen wir, Sie sind Infrastrukturminister in einer kommenden Regierung. Wie gehen Sie denn, das ist ein Regionalflughafen, da sind ja viele kritisch. Andererseits geht es vielleicht um Arbeitsplätze. Wie gehen Sie da vor? Was würden Sie sagen? Ja, nein, wir müssen das verhindern. Für einen alten Irrtum, dass wo möglichst viel Beton drumherum ist, möglichst viel Arbeitsplätze in Sozialpolitik hinauskommt. So was entdecke ich sonst nur bei Sozialdemokraten. Aber die Flughafenausbauten sind natürlich schon ein bisschen anachronistischen Zeiten wie diesen. Ne, private Investoren, das ist eine Frage von Verfahren dort. Ja. Ob sich das ausgeht, glaube ich nicht. Weil wie gesagt, in wenigen Jahren wird man in zweieinhalb Stunden von Klagenfurt in Wien unten in den Flughafen reinfahren können mit der ÖBB. Und, oder wenigstens in 2,45, 2,50. Und wer dann dort herumkurven soll, ist mir schleierhaft, ja, oder herumfliegen. Sie sehen das also kritisch, diesen Ausbauplan? Naja, ich verstehe sie schon gar nicht einmal. Und ich glaube, der will sie im Wesentlichen, der findet ja immer wieder welche, die dann aufzeigen, so öffentliche Förderungen reinziehen. Ich kann das weder betriebswirtschaftlich, schon gar nicht volkswirtschaftlich und volkswirtschaftlich in einem ökologischen Sinn nachvollziehen. Da fällt mir sowieso die Fantasie. Ich halte das für eine sehr seltsame Diskussion, aber ich kenne sie von der kleinen Zeitung. Ja. Und kurze Antwort, wäre das eine Koalitionsbedingung, auch zum Beispiel die dritte Piste zu sagen, nein, die wird nicht gebaut, da wollen wir auch gesetzlich in irgendeiner Form? Nein, das geht ja so gar nicht. Die ist ja genehmigt, die ist ja durch, da ist ja die frohe Botschaft ganz woanders her. Das Flughafenmanagement selber sagt ja, na, ob das noch einmal wirklich gebaut wird, ist eine andere Frage. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass das überhaupt betriebswirtschaftlich sich rentiert, dass die Flugbewegungen um mindestens ein Drittel zunehmen. Ob das gewollt wird, ich meine, nein. Das wird man sehen, aber die Genehmigungen sind durch, da darf man niemand falsche Hoffnungen machen. Gleichzeitig ist aber das Land, das Bundesland Wien und Niederösterreich ja mit drinnen, also würde schon einen gewissen politischen Einfluss in die Richtung vermuten, aber das ist Landesebene. Also ich glaube, also mir ist das zu wenig, wenn wir jetzt sehen, ob die Flugbewegungen in die Richtung gehen. Man muss verhindern, dass die Flugbewegungen in die Richtung gehen. Genau. Ich glaube, dass es darum geht, dass die Flugbewegungen nicht zunehmen. Sie nehmen ja auch gar nicht zu. Sie nehmen ja schon jetzt nicht zu. Es gibt zwar mehr Passagiere, aber weniger Flugbewegungen. Die Piste ist nicht ausgelastet. Das heißt, das ist im Grunde genommen eine völlig unehrliche Diskussion, die hier geführt wird. Aber selbst wenn sie ehrlich wäre, für die Zukunft muss man schauen, dass die Flugbewegungen nicht zunehmen. Und das kann man sehr leicht erreichen dadurch, dass zum Beispiel alle Kurzstreckenflüge zumindest im öffentlichen Bereich nicht mehr zulässig sind, außer in Sonderfällen, sondern dass da im Kurzstreckenbereich, sagen wir zum Beispiel unter 800 Kilometer, man einfach in die Bahn steigt. Dass Beamte zum Beispiel und Staatsverdienst nicht mehr fliegen könnten. Und was halten Sie von einer Idee, zum Beispiel der Organisationen wie Stay Grounded, die sagen, die Ticketsteuer, es muss deutlich teurer werden? Das ist offensichtlich in Österreich, da kenne ich mich nicht ganz aus, aber es ist offensichtlich in Österreich eine Möglichkeit, die wir sofort umsetzen können. Genau, wir haben sie ja jetzt umgekehrt gemacht, wir haben sie reduziert, während die Kerosinsteuer nicht... Ja, sehr klein, aber sie müsste auf 50 oder sowas erhöht werden. Und nach meiner Kenntnis der Flugzahlen betrifft das in erster Linie nicht die Privatflüge, die einmal im Jahr auf Urlaub fahren, sondern betrifft das in erster Linie die Vielflieger. Letztes Thema, Frage an Sie. Es ist ja sehr viel diskutiert worden, Fleisch und Landwirtschaft ist sozusagen das Stichwort und über den Fleischkonsum. Sie haben am Eingang gesagt, wir ernähren uns gesünder. Wie geht das? Muss da auch am Preis was passieren? Oder glauben Sie, es reicht allein über Bewusstseinskampagnen, esst weniger Fleisch? Und wie viel muss da passieren? Wie viel Fleischkonsum muss da wirklich runter? Können Sie uns da eine Idee davon geben? Ja, der Fleischkonsum muss deutlich runter, weil die Fleischproduktion ein ganz wesentlicher Faktor im Klimabereich ist. Und zwar oft gar nicht uns angerechnet, sondern eben in Südamerika angerechnet, wo die Regenwälder abgeholzt werden. Aber was wir schon haben, ist Düngemittelproduktion. Das ist der zweite große Faktor. Und der dritte Faktor, der ist auch bei uns, ist die Rinderhaltung oder die Wiederkäuerhaltung bei uns in erster Linie Rinder. Das heißt, das hat schon auch für uns eine Relevanz. Ob das mit Verboten oder mit Preis geht,
Es muss einem klar sein, dass über Preis immer eine soziale Staffelung passiert. Dann kann sich der Arme das nicht mehr leisten und der Reiche leistet sich's weiter. Das heißt, Preis ist nicht das Allheilmittel. Es geht sehr wohl um Bewusstseinsbildung. Es geht aber auch um die Angebote. Also wenn ich in jeder Mensa, in jeder öffentlichen Einrichtung die Ausspeisungen mache, in Spitälern, in Kindergärten und so weiter, wenn ich da schaue, dass da eine vernünftige Ernährung, die wirklich den gesundheitlichen Ernährungsvorschriften entspricht, angeboten wird, dann erziehe ich die Menschen. Und reicht das allein Fleisch oder auch Käse und Milch und Rinde? Das betrifft auch Käse und Milch, selbstverständlich auch die Milchprodukte, die aus der Wiederkäuerhaltung entstehen. Kogel, ich mache es heute zu verschiedenen, als Minister, jetzt sind Sie Gesundheitsminister. Wie erreichen Sie das, dass in Österreich weniger Fleisch oder Milch konsumiert wird? Ist das höherer Preis und welche Anreize kann man da schaffen? Naja, erstens, die Ziele sind formuliert worden, da geht sicher auch was mit Bewusstseinsbildung. Ich habe früher quasi das unterschätzt, was mit dem Appell an persönlichem Verhalten möglich ist. Ich bin aber strikter Meinung, dass die Politik für das Setzen der Rahmenbedingungen zuständig ist, weil sonst predigen wir uns alle nur vor und es braucht überhaupt keine quasi rahmensetzenden Maßnahmen. Was wären aber Maßnahmen? Ich glaube, war das da weniger jetzt über die Bepreisung wie Steuern, weil die Debatte gab es ja auch. Also höhere Mehrwertsteuer. Ja, wir wählen dann eh nur, glaube ich, über die Mehrwertsteuer, über eigene Fleischproduktsteuer. Aber das ist gar nicht der Punkt. Ja, der Preis was könnte mal ehrlich sein, nicht? Dass der Preis wirklich die Konsequenzen mit eingepreist werden. Da ist man ja quasi in der Ökosteuerreform drinnen und der wäre da sehr hoch an der Stelle. Es ist aber schon mal ein großer erster Schritt getan. Wir haben ja Finanzströme im Landwirtschaftsbereich, die gigantisch sind, die woanders ansetzen, beim Gegenteil von Steuern, nämlich bei Subventionen. Und das finde ich jetzt wirklich für ein Perversum. Und da kann man nämlich anständig reingreifen, dass viele, viele Milliarden, sogar wenn ich die Volumina von der Union auf Österreich umlege, stimmt viele, viele Milliarden noch, erst recht hunderte Milliarden in der Union, in die völlig falsche Landwirtschaft gesteckt werden, wo 95% komplett irre sind. Aber dann essen wir immer noch Fleisch trotzdem. Nein, also. Moment, der Reihe nach, wie sich das auswirken wird. Also wir sind ja jetzt nicht alle ohne völlig ökonomische Vorbelastung. So, wenn ich hunderte Milliarden in der Förderperiode rausziehe dort, eh nicht über Nacht, weil ich kann das ganze System nicht sofort umbringen, ja, rausziehe und umsteuere in andere Landwirtschaftsförderungen zum Teil noch, ja, wo mehr Regionalitätsprinzip, wo dann weniger auf Fleisch gesetzt wird, alles was hier gesagt wurde, dann habe ich auch einen Effekt, dass zumindest die Preise sich verschieben. Das eine wird ja viel teurer werden, weil die Förderungen fallen, und das andere wird günstiger werden. Das ist ein netter Effekt. Und im Übrigen wird man da sicher mit Regulativen arbeiten müssen. Ich sehe ja nicht ein, ich bin ja immer schon von Jugend an ein Tierschützer gewesen und auch vor ein paar LKWs schon gesessen und was Tolles dazugehört. Ich sehe das nicht ein, dass hunderte Kilometer Lebendtiertransporte durch Europa gekarrt werden. Wenn wir da überall eingreifen an diesen Stellen, jetzt geht das zum Teil auch mit politisch gesteuerten Maßnahmen zurück. Ja, ich bin ja dann auch nicht dafür, dass wir es nur mit Appellen machen. Sie würden mit Förderungen und dann noch konkret zu machen, weniger, auch teurer machen, sehr wohl Fleisch und über Bewusstsein. Das wird automatisch, das Fleisch, das über gigantische Tierfabriken mit Soja aus Südamerika quasi hochgezogen wird bei uns, das wird wesentlich unattraktiv entlang des Preises. Und ein Grundprinzip am Schluss, das gilt fürs Bahnfahren versus Fliegen, das gilt für Fleisch versus was anderes essen oder wenigstens was in der Region und kleinbäuerlich erzeugt wird. Es ist meistens so, dass diejenigen, ja, ob es jetzt Firmen sind, aber speziell Konsumentinnen, sich ökologisch verhalten und klimafreundlich, deutlich mehr bezahlen für Produkte, Dienstleistungen, was weiß ich, als jene, die es nicht tun. Und das gehört vom Kopf auf die Füße gestellt. Aber nicht nur. Das gehört genauso das dazu, was die Frau Kromkolb gesagt hat. Aber dafür ist jedenfalls einmal die Politik zuständig. Die letzte Frage ist, es geht ein bisschen um Entfernungen, Freihandel. Das ist auch eine Frage gekommen vom Ausschaltknopf rechtzeitig drücken. Wie sehen Sie denn dieses Freihandelsregime? Da hat ja die EU mit Kanada, CETA, es ist verhandelt worden über TTIP, jetzt Mercosur steht vor der Tür. Da sind die Grünen zum Beispiel sagen, wie alle anderen Parteien auch Mercosur. Nein, würden Sie alle diese Klimaabkommen zerreißen und sagen, wir wollen das gar nicht? Was sagen Sie das Klima? Da kriegen wir Heidelbeeren aus Chile jetzt günstiger oder Joghurt aus Kanada, aus umweltpolitischer... Ich glaube, dass das alles sozusagen in einem Geist gemacht wird, der überholt ist.
in diesem Geist, dass die Waren über die ganze Welt transportiert genau. werden müssen und dass jede Firma die Chance haben muss, ihren Profit zu maximieren, koste es die Umwelt, was es wolle. Das ist ein falscher Geist, wir müssen wegkommen von dem. Das heißt jetzt nicht, dass wir isolationistisch schauen müssen, dass wir alles in Österreich erzeugen und keiner mehr Kaffee trinken kann oder sowas, aber sozusagen diese gezielte Förderung von Transporten über die ganze Welt und die möglichst billig zu machen und dann noch dazu sich als Staat dreinreden zu lassen, welche Schutzmaßnahmen für die eigene Umwelt, für die eigene Gesundheit darf ich erstellen, das ist meines Erachtens eine überholte Politik und die ist sicher nicht vereinbar mit Klimaschutz, nicht mit dem Klimaschutz, den wir brauchen, um das Pariser Ziel zu erreichen. Kurze Antwort, würden Sie, Mercosur wissen wir, da sind Sie dagegen, aber würden Sie andere Abkommen versuchen, in irgendeiner Form in Brüssel Druck zu machen gegen Sie, so wie Sie von naja, wir brauchen nicht umdenken? Ja, schwierig bin, aber kurze Antwort. Wir brauchen ja Standard, also wenn das Ganze Sinn haben soll, dann ja für Standardverbesserungen. Sonst lassen wir es, wo es ist. Weil wir heizen momentan nur genau Lebensmittelproduktionen an, die dann über den Globus geschickt werden. Das ist von vornherein ein Unfug. Handelsverträge braucht man aus meiner Sicht für ganz was anderes. Dort, wo internationale Arbeitsteilung Sinn macht, ja, das ist bei hochwertigen Industrieprodukten und bei langlebigen Gütern, da macht die weltweite Arbeitsteilung einen Sinn. Und da kann man standardsetzend vorgehen. Und ich würde diese Handelsabkommen ja nur dort akzeptieren, wo erkennbar was besser wird und nicht wo was schlechter wird. Aber wenn Sie nochmal über CETA diskutieren, ist das abgeschlossen? Ja, das ist ja ohnehin gelaufen. War ja nicht der Weltuntergang. Ja, nur Wichtig ist, dass man auch die Sachen nicht akzeptieren muss, dass sie so bleiben. Ja, man kann ja solche Sachen auch wieder verändern und ich glaube, das wird man müssen. Aber ich glaube, dass es auch automatisch kommen wird, wenn man die Klimaziele erreichen will und wenn man sieht, hier müssen wir noch zurück und hier müssen wir noch zurück, dass dann vieles von dem einfach hinfällig wird und gar nicht mehr. Und zwar, es sind ja nicht nur wir, die das machen müssen, es müssen ja die anderen auch machen, nicht? Weil immer das Argument, Flughafen ist so ein typisches Argument, wenn wir es nicht bauen, bauen es die in der Slowakei. Ja, die müssen auch Paris erreichen, nicht? Das heißt, es müssen alle Paris erreichen. Herr Kogler, vielen Dank fürs Kommen. Liebe User, vielen Dank fürs Interesse. Es war zum Teil hitzig, wir haben viel gehört. Die Grünen wollen manche Sachen teurer machen, aber als die Abschreckungspartei, die verbietet und wo es extrem muss, da sehen sie sich auch nicht. Es gibt Investitionen und die drohende Klimakatastrophe bietet auch Chancen, nämlich wenn wir rechtzeitig handeln. Und unsere Umweltexpertin, Klimaexpertin hat uns viel erklärt, dass wir handeln müssen. Seien Sie wieder dabei und zwar am Donnerstag, da kommt die FPÖ, da kommt der Kandidat Robert Luger, der eine Vorzugsstimmewahl führt. Er ist nominiert worden von den Freiheitlichen und er diskutiert mit dem WIFO-Chef Herrn Badelt über Steuern, Arbeit, Sozialpolitik. Vielen Dank fürs Zuschauen und gutes Gelingen, was immer Sie heute auch noch vorhaben. Dankeschön. Ja, vielen Dank fürs Kommen.